ist eigentlich alles da, was Namen hat im Thema Energieinformatik, im Thema IKT für Smart Grids, im Energiebereich, trifft sich hier einmal im Jahr an diesen wechselnden drei Standorten und das hat so eine familiäre Atmosphäre. Was braucht es denn eigentlich, damit wir die Energiewende schaffen können und auf welcher Ebene muss das Ganze passieren? Und es ist für uns als Energieinformatiker natürlich schon immer spannend, wenn man dann über diesen reinen technischen Aspekt hinausschauen kann und auch ein bisschen die sozioökonomische Perspektive hat. Das war mit ein wesentlicher Aspekt von diesen Projekten, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und auch die verschiedenen Perspektiven zu sehen, wie man sich dem Thema nähern kann. Die Energieinformatik-Konferenz ist wieder ein ganz spezieller Blickwinkel auf das Thema, aber einer, der auch für mich als Ökonomen sehr spannend ist. Dass die Experten sich auch getrauen, etwas Neues zu machen. Das heißt, man muss Weiterbildungen in diesen neuen Technologien für die Experten dann eigentlich bereitstellen. Also man spart sich sozusagen, dass man das einspeisen muss und dann eben übers Netz sozusagen der Strom fließt und man könnte eigentlich eben peer-to-peer sozusagen handeln. Und dann können eben auch die Konsumenten voneinander profitieren, weil dann zum Beispiel irgendwie der eine hat eine Solarzelle auf dem Dach und der andere zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk im Keller. Und dann kann man eben schauen, der eine produziert dann vielleicht an einem sonnigen Tag viel zu viel und kann es dann eben eigentlich sogar auch noch die Nachbarn damit versorgen. Und das ist eben dann von Vorteil, wenn man es lokal dann auch eben nutzen kann, dieses Potenzial. Informatiker, die Elektrotechniker, die Kommunikationstechniker, und einfach durch die gemeinsame Diskussion auch die Begriffe versteht der jeweiligen anderen Domäne. Und da sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Also der Haufen von Unverständnis wird kleiner.